Hallo Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava Gaming. Heute spielen wir mal wieder Dress to Impress. Ich glaube, ich bin wortwörtlich obsessed mit diesem Spiel, aber egal. Wir werden das ein bisschen interessant machen. Und zwar werde ich das Spiel spielen, Outfits machen, wie man das spielt, aber ich darf nicht wissen, was das Thema ist. Ich habe hier ein bisschen Washi-Tape und ich werde das dann einfach auf mein iPad machen, wo das Thema steht. Und dann, wenn die Outfits bewertet werden, mache ich das Washi-Tape ab, um zu sehen, wie richtig ich war. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe das so... bisschen laut. Ich habe so ein ähnliches Video mal auf TikTok gesehen. Okay, wir müssen uns beeilen. So. Ja, ich habe so ein ähnliches Video auf TikTok gesehen. Und ich wollte es... Oh. Ich glaube, ich muss eine Schere holen. Wartet, ich bin gleich wieder da. Ich bin zurück mit einer Schere. Ich habe das Washi-Tape geschnitten. Hier ist das schöne Stück. Wir kleben das jetzt einfach da drauf. Okay. Ich kann das Thema jetzt nicht sehen. Schaut mal. Ich bin so excited. Are you ready? Ich bin ready. Okay. Lass loslegen. Wir müssen jetzt einfach schauen, was die anderen so machen. Ich mach so mal eine menschliche Hautfarbe, weil das normalerweise ziemlich safe ist. Gerade sind alle wie Frozen-Charaktere, das hilft mir jetzt nicht weiter. Was macht der? Ist das Thema... Der hat ein Katzending, vielleicht ist das Thema Tiere. Okay, wir machen jetzt ein Tier. Ich schaue noch mal ein bisschen weiter, was so die anderen machen. Das könnte ein Flamingo sein. Ja, ich glaube, die machen Tiere. Okay, das ist doch easy. Okay, wir machen jetzt ein Tier. Was ist ein Tier? Ja, schau, die wird lila. Okay, wir machen eine Schlange. Also, ich hätte mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt. Okay, was sind so schlängelige Sachen? Ich weiß nicht, ob das ein Adjektiv ist oder nicht. Der sieht nicht aus wie ein Tier, der wird auf jeden Fall verlieren. Okay, was würde eine Schlange anziehen? Vielleicht so ein langes, enges Kleid. Das kann ich mir vorstellen. Das da. Das da. Okay, und jetzt... Yes! Das. Okay. Das fängt schon mal gut an. Dieses Top. Okay. Gut. Jetzt brauchen wir noch so ein Gesicht. Das können wir nicht vergessen. Ich würde sagen, wir machen uns ein Custom-Gesicht, weil ich irgendwie nie einen richtigen Ball bei den normalen Gesichtern finde. Wie würde eine Schlange aussehen als Mensch? Vielleicht so? Und dann... Welche Augenfarbe haben Schlangen? Ich bin keine Expertin in diesem Thema. Ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen ein spooky Gesicht. Haben wir vielleicht hier Zähne irgendwie? So ein Halloween-Gesicht? Das da würde gehen. Okay, okay, wir sehen schon mal ein bisschen spooky aus. Das ist gut. Gleich so. Und so. Und dann können wir das so dunkel machen. Ja, okay. Okay, cool. Ich mache jetzt keine Nase. Sobald ich weiß, haben Schlangen nicht so richtige Nasen. Ich bin doch Expertin. Und jetzt noch Haare. Ich glaube, so sleek. Lang und nicht so voluminös, oder wie man das heißt. Ich kann kein Deutsch. Hier finden wir das, glaube ich, nicht. Alle sind sehr puffig, was ich nicht so mag. Ah, das, aber das sieht ein bisschen strange aus. Oder vielleicht, nee, das gibt mir Elsa-Vibes. Das ist es. Ihr müsst mir vertrauen, okay? Ihr müsst an das Vision glauben. Wir müssen nochmal die Nägel ändern, weil das nicht gut ist. Die nicht sehr gut aussehen. Ich will aber nicht alles mit dem gleichen Farbenschema machen. Wie sieht denn die aus? Ich hab langsam Bedenken. Egal, wir machen einfach weiter. Okay, wir layern jetzt noch so ein bisschen, aber nicht zu viel, weil wir ja sehr sleek sein wollen. Sehr glatt. Sobald ich weiß, sind Schlangen sehr glatt.
Ah ja, Nägel, das wollten wir machen. Okay, Nägel ändern wir jetzt. Vielleicht mache ich unsere Hautfarbe noch. Okay. Ich habe langsam das Gefühl, wir haben das nicht richtig gerade. Wir können die Nägel ändern? Meine Scheiße, ist das... Oha! Okay, cool. Das wusste ich nicht. Ich glaube, wir haben verkackt. Ich glaube, wir haben es falsch geraten, aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Vielleicht haben wir doch recht und jeder hat es einfach komisch gemacht. Und wir haben es richtig gemacht. Das ist es auf jeden Fall. Ich will unserem Top vielleicht noch so ein bisschen mehr Dynamik geben. Sieht das gut aus? Okay, ich kann hier irgendwie die Farbe von nicht ändern. Vielleicht so. Dann dunkel. So, so, so. Okay, irgendwie glitscht das, was mir nicht so gefällt. Ah. Okay. Okay, okay. Okay. Das ist dieses Ding von Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's ist ein Horrorspiel. Okay, mal schauen, was das Thema war. Oh, was war das Thema? Oh, das müssen wir dann am Ende sehen. Okay. Das Thema war Animatronics. Nicht Tiere. Okay. Okay. Ich meine, ich könnte sagen, dass unsere Schlange ein Animatronic ist. Animatronic bedeutet im Prinzip Roboter, aber in so Videospielen. Oh. Gott. Vielleicht. Ist im Prinzip richtig. Im Prinzip. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich es richtig gemacht habe. Ja, das ist halt eine 5. Das sind halt 5 Sterne. Das ist ziemlich gut. Ich weiß noch, ich hatte eine riesen Five Nights at Freddy's Phase früher. Aber ich durfte das Spiel nie spielen. Also habe ich mir einfach nur YouTube-Videos angeschaut. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ah! Snaketron! Okay. Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Sagen die gerade, dass meins gut ist? Oh my god, I guessed it. So good. Dankeschön. Okay. Okay. Okay, voting complete. The winners are... Also, das Thema war Animatronics, nicht normale Menschen. Okay. Das Thema war nicht ugly. Die Person im Chat hat recht. Die mag ich. Ich gebe dir jetzt eine Friend Request. I'm Kate. Das ist ein schöner Name. Okay. Was machen Leute? Welche Hautfarbe willst du? Okay, menschliche Hautfarbe. Okay, was ist das? Ja, alle haben hier menschliche Hautfarben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal aus Sicherheit normale, stinknormale Nails. Einfach stinknormale, basic Nails. Es geht so ab hier. Ich schaue mich ein bisschen um. Ist auch ein bisschen unpraktisch, weil ich nicht sehen kann, wie viel Zeit ich übrig habe. Was geht hier ab? Okay, wir sehen hier fashionable aus. Okay, vielleicht ist das Thema irgendwie Event oder so. Vielleicht so fancy, irgendwas. Die sieht ziemlich fancy aus. Okay, wir machen jetzt sehr voluminös. Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Vielleicht so... Ich bin jetzt zu faul, jemanden zu googeln. Deswegen werde ich mir einfach eine Person ausdenken. Hoffentlich mache ich das jetzt richtig. Ja, die sieht sehr fancy aus. Die sieht schmancy aus. Was machen die anderen? Sehen die auch fancy aus? Ja, okay, die sehen fancy aus. Ich bin mir ziemlich sicher, das Thema ist jetzt Met Gala oder so.
Der sieht einfach nackig aus, da bin ich nicht so ein Riesenfan von. Vielleicht ist hier irgendwie ein schönes Kleid, was mich immer... Oh. Vielleicht hat er das Thema einfach falsch gemacht. Okay. Wir schauen mal, vielleicht das. Sieht das cute aus? Das sieht cute aus, aber nicht cute genug. Das da. Ach, das ist ein Top. Okay. Dann noch ein Rock. Wir machen das so ein Set. Ich fühle gerade irgendwie so ein Weiß. Ich glaube, das sieht sehr, sehr schön aus. Vielleicht noch so. Ja! Oder, warte, wir machen das Weiß. Und den Rest einfach grau. Yes. Yes! Okay! Yes, das sieht gut aus. Das sieht nice aus. Die Schuhe, nee, die geben mir Piraten-Vibes. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Wie wär's? Ah, okay, doch. Doch, die sieht fancy aus. Okay, gut. Gut, vielleicht machen wir es doch dieses Mal richtig. Und wir sehen nicht richtig dumm aus. Ich will, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier layern will. Weil ich habe das Gefühl, das sieht schon gut aus. Nicht so. Yes. Yes. Yes, so machen wir das. Das sieht gut aus. Schmuck. Schmuck kann natürlich nicht fehlen. Ich will die Haare noch ein bisschen mehr puffiger machen. Deswegen machen wir noch ein bisschen mehr dazu. So. So, okay, super. Yes, okay. Das ist ein guter Start. Ich fühle die Schuhe nicht so. Ich will aber auch nicht barfuß sein. Und jetzt will ich noch... Okay. Die sieht aus wie ein Weihnachtsbaum und die sieht einfach schick aus. Okay, wir machen einfach weiter und hoffen aufs Beste. Vielleicht haben die das Thema falsch. Ich nehme an, wir haben das wieder sehr falsch, aber egal. Wie kann ich diese puffigen Dinger bekommen? Ich will nicht einfach so langweilige Ärmel haben. Ah, super. Okay. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Bedenken. Aber es wird bestimmt okay werden. Ich schaue mich jetzt einfach noch so ein bisschen um, zu sehen, was die anderen machen. Wie geht's dir, Frau? Du schaust auf dem Handy, okay. Wieso nicht? Ja, Jogginganzug, okay. Anzug. Die sieht einfach basic aus, nicht okay. Die sind nicht angezogen. Diese Frau, die haben alle Handys. Soll ich mir auch ein Handy holen? Ja, ich hol mir ein Handy. Ich weiß nicht, wo es die iPhones gibt, also nehme ich immer so ein altes Handy. Hoffe, es ist besser. Vielleicht ist das Thema ja Influencer oder so, I don't know. Ich will noch eine Tasche dazu machen, damit es noch ein bisschen cooler aussieht. Vielleicht so eine schwarze Tasche, yes. Yes, okay. Gut, also ich finde, das ist uns gelungen. Ihr ist es auf jeden Fall nicht gelungen. Sie schaut auch aus, Sammy. Wieso nicht? Handy. Die sieht ein bisschen aus wie Taylor Swift, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht liege ich falsch. Sie schaut auch aufs Handy. Okay, alle sind am Handy. Was machen wir, Leute? Ich weiß nicht, wo das Handy ist und die Musik sagt mir, dass es bald vorbei ist. Wo ist das Handy? Yes! Ich hab's, okay, ich hab's noch rechtzeitig bekommen. Also, wir machen das Thema ab. Das Washi Tape ab. Wieso steht der da hinten? Prom! Oh! Also im Prinzip habe ich es richtig. Ich dachte, das wäre Met Gala oder so. Wieso haben die dann alle Handys, wenn die Prom haben? Prom ist so ein amerikanisches Ding. Wieso stehen alle? Ist da ein Grund dafür? Ich kann dich nicht sehen, hallo. Also das ist wie so Abschlussball, glaube ich. Aber die machen das halt jedes Jahr, ich bin mir sicher. Ich bin kein Ami. Das gibt mir halt auch nicht Prom Vibes. Ziehen halt so Kleider an. Wieso stehen alle da? Ach, da bin ich. Schau mal, wie hübsch ich bin. Ja, mein Handy glitscht ein bisschen, aber egal. Wow, wow. 10.000 Stars, hoffentlich meinte sie mich.
weil ich würde mir 10.000 Stars geben. Ja, das riecht mich gerade auf, dieses Glitching. Okay. Ja, das sieht halt sehr teeny aus, finde ich. Das hat 5 Sterne. Mhm. Ah, okay. Das war. Und? Yes! Okay! Okay, dritter Platz, aber geht immer noch. Thank you. Okay, gut. Okay. Ich wusste, dass ich schaffen würde. Ich wusste es. Okay. Ich glaube, wir müssen anfangen. Are you ready? Yes, ich bin ready. Wir werden wieder schauen, was die anderen machen. Was macht ihr so? Alle sind sehr grau. Habe ich das Gefühl. Was macht ihr? Was? Welche Farbe? Sie wird grün. Soll ich auch grün werden? Ich stehe hier noch ein bisschen. Schau einfach ein bisschen zu. Okay. Nur eine Person wurde grün und alle anderen haben normale menschliche Hautfarben. Deswegen haben wir auch mal eine normale menschliche Hautfarbe. Was habt ihr für Schminke? Die sieht ein bisschen spooky aus. Oder? Habe ich mir das einfach nur eingebildet. Die ist halt grün, was mich verwirrt. Wieso bist du grün? Weshalb? Weswegen? Vielleicht ist das Thema irgendwie Halloween-Kostüm oder so. Dann werden wir... Ah, ich mache die Dinger von dem Halloween-Hacks-Video. Machen wir vielleicht. Was ist so ein Halloween-Gesicht? Vielleicht so. Okay, dann machen wir... Hoffentlich weiß ich noch, wie man das macht. Das... Machen wir jetzt einfach mal schwarz. Und dann nimmt man sich das. Oh nee, das ist das Falsche. Haben die das Kleid weggemacht? Da war früher so ein Kleid, wo dann so ein Kürbisgesicht war. Ich glaube, die haben das jetzt removed. Okay, dann machen wir das halt nicht. Wir könnten eine Hexe sein. Gibt es hier einen Hexenhut? Ja, okay. Da, wir haben unseren Besen, richtig hübsch. Vielleicht dieses Corsagen-Ding. Können wir das Corsagen... Oh, okay, das ist ein ganzes Kleid, was mir nicht so gefällt. Hier, das sieht cute aus. Das sieht cute aus. Okay. Vielleicht lila. Ich persönlich bin keine Hexe, also weiß ich nicht, wie Hexen sich normalerweise anziehen. Wir gehen nochmal hier oben. Ich liebe das Halloween-Update, das ist so schön. Ich finde, den Schmuck können wir eigentlich so lassen. Und jetzt brauchen wir nur noch was unten. Vielleicht das da. Okay, yes. Yes, sehr gut. Und die Haare. Schau, die grüne Person war da. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die sein soll, aber... Sorry, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die sein soll, aber ich vertraue ihr einfach mal. Das ist keine. Es gibt mir keine Hexen-Vibes. Vielleicht... Das? Oder vielleicht ein bisschen mehr messy. So? So, ja! Schwarz. Okay. Gut. Die sieht aus wie Shrek. Vielleicht geht die als Shrek. Ich weiß nicht. Ich nehme immer diese Schuhe. Egal was. Die sind so mein Ride or Die. Oder wir nehmen diese. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Hexenhut. Was wir hier nicht haben. Was ein bisschen schwierig für mich wird. Bestimmt haben wir drauf. Oh mein Gott. Ich habe eine Glatze, egal. Gibt es hier irgendwie so einen Hexenhut? Ja, die sind alle so ein bisschen Halloweenig angezogen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liege ich jetzt komplett falsch. Aber egal. So, das sieht doch gut aus. Okay. Diese Ärmel, wir machen die lila. Yes, yes. Oder warte, da sind noch so Fitzelchen, die will ich auch lila machen. Egal, die bleiben jetzt einfach weiß. Oh, hier sieht nicht sehr Halloweenig aus, bin ich euch jetzt mal ehrlich. Obwohl, du siehst Halloweenig aus. Du auch, aber die anderen nicht. Hm. Ich habe wieder das Gefühl, dass wir es komplett falsch haben, aber egal. Okay, wir haben unser Bestes gegeben und das ist das Einzige, was zählt. Wenn ich eine Hexe wäre... Wäre es mir ziemlich egal, wie meine Nägel aussehen. Deswegen machen wir die sehr kurz. Und vielleicht ein bisschen braun, weil wir irgendwie im Dreck rumwühlen. So stelle ich mir irgendwie Hexen vor. Okay. Und wir sehen zu freundlich aus.
Wir sehen zu happy aus, was nicht geht. So? Nee. So, okay. Okay, es fängt gut an. Sauer. So, irgendwie. Oh, diese Lippen hätte ich das letzte Mal nehmen können. Egal. Vielleicht so. Wir schauen so ein bisschen sad. Vielleicht ein bisschen dunkel. Weil wie gesagt, wir sind eine Hexe. Wir haben keine Zeit für Make-up. Wir machen einfach irgendwas. So, können wir vielleicht irgendwie müde aussehen oder so? Oh nein. Wir können, ja, wir können weinen. Sieht gerade ein bisschen komisch aus. Können wir das wegmachen? Okay, dann weinen wir halt. Okay. Wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, wie man das... Ah, so macht man das weg. Okay. Vielleicht so noch. Nice Handel. Ah, mein Gott, es ist bald wieder fertig. Die Musik, die macht mich immer so nervös. Okay, hoffentlich haben wir das jetzt richtig gemacht. Washi Tape kommt ab. Oh mein Gott, ich bin dran. Okay, cool. Wow. Was sagen die Leute dazu? Hoffentlich war Galactic Glam. Vielleicht ein, okay, okay, also so Space irgendwie. Das ist, das gibt mir keine galaktischen Vibes. Oh mein Gott, ich hatte früher eine Phase, wo anstatt cool oder nice, würde ich sagen, galaktisch, wenn etwas richtig krass wäre. Da musste ich gerade dran denken. Nein, das gibt mir Dune Vibes irgendwie. Kennt ihr den Film? Hoffentlich schon. Das ist der Film mit Timothée Chalamet, den habe ich nicht geschaut, aber das gibt mir so, these are not on theme at all. I'm on theme. Okay, die sehen richtig aus. Die sieht gut aus. Ich mag ihr Kleid nicht so, deswegen nur 3 Sterne. Ja, ich weiß auch nicht, was man so richtig mit Galactic Glam machen soll. Galactic bedeutet ja Weltall oder so. Okay. Nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sah für Halloween-Outfit, so für ein Halloween-Outfit gut aus, aber das machen wir ja gerade nicht. Ich bin froh, dass ich nicht einen anderen Halloween-Hack gemacht habe, so ein Fledermaus-Top. Das hätte nämlich so gar nicht gepasst. Okay, 5. Schauen wir uns gerade das gleiche Outfit an. Ach, das ist gut. Okay, 5 Sterne. Nice. Was mich so aufregt, people obviously don't know what galactic means. Okay, sorry. Ich habe irgendwie meine Code-Sachen alle verloren nach dem Outfit. Nach dem Outfit, nach dem Update, was mich jetzt voll stört. Ich meine, sie ist grau und hat keine Haare. Das passt so ein bisschen. 2 machen wir mal. Ja, wenn ich wüsste, was das Thema wäre, hätte ich mich einfach lila gemacht. Und hätte versucht, irgendwie das Weltall zu werden. Ja, das ist halt so gar nicht auf dem. Das sieht aus wie so ein Mensch. 1 Stern. Okay. Ich bin jetzt aufgeregt zu sehen, wie ich auf dem Siegerpodest stehe. Und? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, das hat nichts mit Weltall zu tun. Die kam auf dem ersten Platz. Okay. Leute, ich würde sagen, ich kann das... Ich dachte irgendwie, das würde mir besser gelingen. Aber stellt sich fest, schwieriger als ich dachte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.